Hallo und herzlich willkommen zurück zu Andis Modellbauverse. Ich bin der Andi und heute wollte ich mal meine Shifterfarm von Vallejo ausprobieren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Andis Modellbauverse. Ich bin der Andi und heute wollte ich mal meine Shifterfarm von Vallejo ausprobieren und euch dabei teilhaben lassen. Ich habe dazu mal ein bisschen was vorbereitet und zwar ein paar Löffel lackiert. Das soll wohl schwarz glänzen von Revell sein. Die habe ich gerade eben besprüht, damit wir nachher wissen, ob das Ergebnis so wird, wie wir uns das wünschen. So, mal eben alles beiseite räumen. Dann fangen wir hier mit der hellsten Shifterfarbe an und arbeiten uns dann zu der dunkelsten hoch. Aber ich glaube, das hier ist die hellste. So, dann kommen da ein paar Tröpfchen rein. Wir machen eine 1:1 Mischung. 6 Tropfen Airbrush Thinner von Vallejo. 6 Tropfen von den Shiftern. Und dann mische ich eben schnell eine Airbrush an. So. Achtung, ich bewege eben die Kamera, damit ich auch noch erkenne, was ich hier lackiere. Machen wir ganz schön dünn drauf. In schön fein dünnen Schichten. Und somit können wir auch mit so einem Plastiklöffel üben, wenn wir das auf ein Modell packen möchten. So. Also ich kann das erkennen, ihr hoffentlich auch, wie sich die Farbe verändert. Na, so besser. Guck mal gleich noch mal nach. So viele Dröbbelchen brauchen wir da gar nicht von. Den Rest kippen wir wieder zurück in der Flasche. Löffel 1 war diese Farbe. Löffel 2 bekommt jetzt diese Farbe. Gucken wir, ob das jetzt auch ohne Airbrush Thinner funktioniert. So. Die Farben scheinen airbrush-fähig zu sein. Thank you.
also brauchen wir die auch nicht wirklich verdünnen. Und wie ihr erkennen könnt, könnte man diese jetzt auch für Flugzeuge benutzen, damit das ein bisschen nach verbrannt aussieht, das Metall. Sehr schön, ich bin bis jetzt zufrieden. Das war diese Farbe. Ich zeige sie nochmal. Diese Farbe. Dann nehmen wir jetzt diese Farbe. Drei Tröpfchen, ist ja nur zum Testen. So. Ja, die ist jetzt nicht so dolle, meiner Meinung nach. Die ist nicht so doll. So, nochmal die Airbrush durchspülen und die nächste Farbe. Ich schau nochmal. Ja, jetzt kann man das wohl sehen. Aber jetzt nehmen wir diese hier. Auch drei Tröpfchen. Eins, zwei, drei. Und jetzt muss ich die Anlage wieder anmachen. Und jetzt hoffe ich, dass ich die Farben nicht vertauscht habe. Denn ich denke mal, Effektfarbe kann man am besten auf schwarz glänzend machen. Damit das durch den Glanz von dem Schwarz besser durchkommt. Das sieht doch schon schöner aus. Man kann auch den Farbeffekt erkennen. Dann spülen wir die Airbrush wieder durch. Nehmen die nächste Farbe. Für so einen Löffel reichen davon drei Tropfen.
Ja, die könnte man auch für Flugzeuge verwenden. Aber die hat jetzt nicht so einen schönen Effekt, finde ich. Zumindest aktuell nicht. Aber ja. In der Kamera sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da schauen wir nachher mal, wenn es durchgetrocknet ist, wie das dann nachher alle rüberkommt. Dann bleibt jetzt nur eine Shifterfarbe übrig. Und zwar Dark Green. Dann bin ich da mal gespannt. Ja, in der Kamera sieht's gut aus und in echt sieht's genauso aus. Sehr schöner Farbeffekt, würde ich sagen. So, das waren die 6 Shifterfarben. Ich lege sie euch hier nochmal alle hin in der Kamera. Damit ihr sie sehen könnt. So, ein bisschen Platz machen, hier rüber. Machen wir mal so rum. Mal die Orgel aus. Und mein Fazit. Die Farben sind sehr leicht zu verarbeiten und ja, wie man erkennen kann, haben sie ihre Effekte, so wie sie heißen, Shifter. Und diese Farbe hier, diese Türkis-Violett, würde ich gerne für moderne Kampfflugzeuge benutzen. Weil das macht da echt Sinn, anstatt da mit Lackfarben oder so was rum zu hantieren. Weil das gibt einen schönen Effekt nachher auf den Nozzles. Was gibt's dazu noch zu sagen? Ich für meinen Teil kann diese Farben auf jeden Fall weiterempfehlen. Die brauchen nicht verdünnt werden, meiner Meinung nach. Die sind flüssig genug, ihr habt's gesehen. Und sie sind herrlich zu verarbeiten. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Andi von Andis Modellbauversum. Ciao!